So, du, meine sehr geehrten Damen und Herren, Servus, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt eine doppelte Moderation. Ja, wir sind heute hier wieder bei der jährlichen Veranstaltung im September bei der Floranerbahn oder beim Club Floranerbahn, wie sie sich auch gerne nennen. Ja, wir sind hier heute in der Beiwagenhalle, jetzt mache ich einmal da meine Moderation, weil es da ein wenig ruhiger ist, draußen spielt Volksmusik, heute wieder der Frühschoppen. Ich war jetzt schon fleißig am Glaswaschen und am Däder abwaschen bei der Spülmaschine eingeteilt. Und jetzt am Nachmittag, wenn nicht mehr allzu viel los ist, habe ich mal Zeit für ein gescheites Video. Ja, ich werde euch jetzt heute hier innen und auch außen durch das Gelände führen, durch die abgestellten Triebwagen und Führungswegen. Genau, und dann wünsche ich euch schon eine schöne Zeit in St. Florian. So, da, und da sind wir jetzt noch in der Beiwagenhalle. Das sind alte Wegen, die ältesten aus dem Jahr 1907, also eigentlich 94 Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin. Damals habe ich noch nicht einmal Floranerbahn buchstabieren können. Und da haben wir noch die Baustelle Nummer 1. 1, 2, 3, da kommen wir nicht einmal auf. Ah. Auch dasselbe Prinzip wie bei allen anderen, nur halt ein Lagerplatz vom Feinsten. Jetzt da ohne Licht, jetzt habe ich meine Kartoschen ab mit. Ja. Boom. So, und was haben wir da? Das ist, glaube ich, der Beiwagen, wo wir eh waren. Genau, das ist der mit den Aschenbecher von letzten Jahr. Da hat sich eigentlich soweit nichts geändert. Der ist aber eigentlich noch im tadellosen Zustand. Und die Floranerbahn, die wirkt da eigentlich jeden Samstag und Sonntag oder wenn es halt Zeit hat, jedes Wochenende gemeinnützig an den Wegen, dass die wieder restaurieren, dass man einmal in der Zukunft doch wieder ein wenig umeinander fahren kann, jetzt nicht nur die 50 Meter, die man in der Remise hat, sondern wieder vorne zum Beispiel zum Wirten. Was natürlich dann auch da die Schwierigkeit ist, dass man schon einen Bahnübergang hat, das heißt eine Straße überqueren muss, kostet alles wieder Geld und das Ganze mal zu restaurieren. Viel Aufwand und hat wie gesagt viel Geld. Aber schauen wir, was sich da in den nächsten Jahren so tun wird. So, und jetzt dann noch der abgedeckte Wagen. Da wird gerade fleißigst gebaut oder gewerkelt. Alles abgedeckt mit Planen, Fenster heraus. Aber ich sehe das Prinzip vom Fahrgastgestell oder von der Fahrkabine ist eigentlich überall dasselbe. So, jetzt geht es nochmal ein wenig hinaus zu den anderen Wegen und dann würde ich mich schon langsam wieder verabschieden.
Ah, nicht nur los, da kannst du eh locker noch mehr anfangen. Ich mach da vorne auch noch schnell auf. Ach so. Ja. Und dann der Ruhe. Da soll man die Glocke losmachen. Macht nix. Hm? Da soll man die Glocke losmachen. Ja, das ist angerissen. Da habe ich keine Glocken mehr gemacht. Das ist schon alt. So, jetzt sind wir in einer ungebauten Böschenwebbahn. Das heißt, nach alter Boden, alte Sitzbänke drinnen. Noch alles alte, alte Nummerierungen. Du hast früher anleiten können. Wenn es jetzt nicht hin wäre. Dann alle die gewöhnliche Schiebetüre. Da steckst du dann deine zwei Sachen an, dass du fahren kannst. Also da hast du dann praktisch die Gänge 4 oder 5 nach vorne und 3 glaube ich zurück. Also fürs Bremsen dann wieder. Da hast du dann auch nochmal so eine Bremse, da drast und das kannst du dann da unten verspießen oder halt aufmachen. Und da, das benutzt man heutzutage eigentlich nicht mehr. Und da hast du dann noch eigentlich einen Sandbehälter, was früher war. Und das kannst du, da kannst du aufschrauben, da siehst du dann alle Gänge, alle Zahnräder, sagen wir mal so, die sich ineinander dann verspießen, wenn du den Gang rein tust. Sieht man da recht schön. Das ist ein altes Gestell, noch ganz vorne gibt es in Linz nicht mehr, nur mehr bei der Floranerbahn kannst du die Kinderwegen oder früher auch im Winter die Schlitten oder halt auch Ski anhängen. Früher bist du mit also auf dem Böschberg gefahren und bist mit dem Popo gefahren, weil noch weniger Schnee umgelegen ist. Aber sich hat das aufgehört. So, und hier noch der letzte Wagen. Ja, ich passe sogar durch, hat hier durch, haha. Kannst du aufmachen da. Da ist halt eigentlich dasselbe Prinzip, nur halt alles ein wenig älter. Doch noch eine abgetrennte Kabine, Nichtraucher und da halt der Führerstand Nummer 2. Und das sieht man halt alles beim Tag der offenen Tür, einmal im Jahr bei der Florianerbahn, immer das Wochenende vor Schulbeginn, eigentlich immer so die zweite. Das zweite Septemberwochenende. Gut, dann würde ich eigentlich schon wieder sagen, Servus, da ich ja letztes Jahr auch ein Video gemacht habe. Heuer ein etwas kürzeres. Und dann bis zum nächsten Mal.